Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen jetzt zum neuen CSGO Video und heute geht es mal wieder um die Top 5 Skins unter 1 Euro. Ich habe diese Serie schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ich habe jetzt mal mit den neuen Preisen des Skin Community Max noch eine Liste erstellt mit meinen persönlichen Top 5 Skins unter 1 Euro. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr vielleicht mit ein paar Skins zustimmt oder auch nicht, schreibt sie gerne in die Kommentare. Schreibt mir ebenfalls auch Vorschläge für weitere Skins oder für weitere Ideen für eben so eine Videorichtung. Gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit dem Video. Auf Platz 5 habe ich die M41S Nitro, ein Leader Skin aus der Safehouse Kollektion. Und dieser Skin ist meiner Meinung nach sehr schlicht, aber trotzdem sehr, sehr gut. Ja, ich muss nicht jeden Skin extrem flashig haben. Darum gefällt mir diese Farbkombination von Orange und hier auch diesen Schwarz sehr, sehr gut. Der Skin kostet ungefähr 90 bis 1,10 €. Kommt darauf an, was seine Float, Sticker und so weiter und so fort. Ich würde euch einfach empfehlen, wenn euch die Float komplett egal ist, Sticker komplett egal sind, macht einen Kaufantrag auf dem Markt. Da findet ihr dann auch vielleicht für 90 Cent einen Skin. Und wenn ihr ein bisschen euch um die Float well kümmert, dann schaut da ein bisschen nach. Nicht, wenn ihr eine gute Float, wie viel testet habt, dann sieht das Skin praktisch gesehen wie Minimal Wear aus. Und wenn das Skin Minimal Wear aussieht, dann sieht das Skin sehr, sehr gut aus. Auf Platz 4 habe ich das Gegenstück zur M4 Silence, nämlich der M4A4 Evil Daimyo. Viel testet, kostet ungefähr auch 90 bis 1,10 €. Wie gesagt, ja, schaut auf die Value, Float Value, schaut auf Sticker. Wenn euch das interessiert, müsst ihr ein bisschen mehr zahlen wie 1 Euro. Wenn euch das nicht interessiert, dann zahlt ihr vielleicht sogar 90 Cent oder sogar noch weniger, zum Beispiel auf Seiten wie OP Skins. Ja, meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooler Skin. Benutze ich selber in Cedric Minimal Wear schon seit einem halben Jahr oder so. Ist damals mit der Operation Bloodhounds in der Fälchen Case rausgekommen. Sehr, sehr cooler Skin, auch die Farbkombination. Und hier diese Zeichen, ich bin mir nicht sicher, ich stelle jetzt einfach mal die Vermutung auf, dass es Samurai-Zeichen sind. Finde ich cool, ja, auf jeden Fall. Und deswegen Platz 4. Auf Platz 3 habe ich einen Skin aus der derzeit neuesten Kollektion, Stand Dienstag. Vielleicht ist jetzt ja die Operation über die letzte Woche herausgekommen, aber ich nehme das Video gerade im Voraus auf. Deswegen, ja, die neueste Case derzeit, die Gamma 2 Case, das hat Eagle Directifies den Skin und ja, ist viel testet. Man sieht keine Abnutzungsspuren, der Skin ist dann eben nur ein bisschen dunkler. Kostet ungefähr 50 bis 60 Cent und ich finde den Skin wirklich cool. Ich habe den Skin im letzten Mal auf Drake Moon gezogen, habe den mir dann einfach auszahlen lassen und habe mir dann gedacht, das ist eigentlich echt ein cooler Skin, ja? Also für 50 Cent viel testet, obwohl es keine Abnutzungsspuren gibt. Ich mag einfach das Design und diese Farbkombination nicht so extrem flashig, aber trotzdem, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Skin. Vielleicht auch nur, dass er die GLC-Seiten, dann vielleicht einen anderen Skin, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Conspiracy auf T-Seiten, wäre vielleicht wirklich eine Idee und ich mag den Skin, ich habe ihn selber sogar ein bisschen gespielt. Ich mag ihn. Platz 3. Auf Platz 2 habe ich die Tech9 Toxic in viel testet. Und ich muss zu diesem Skin, glaube ich, nicht viel sagen. Ich habe jetzt zweimal gesagt, dass der Skin nicht so extrem flashig ist. Dieser Skin ist sehr flashig und ich mag diesen Skin extrem. Es gibt verschiedene Pattern und ich finde jedes einzelne dazu mega cool, ja. Also diese Farbkombination von diesem grün, blaulichen, schimmernden bis zum Orange. Ja, dieses blaulich schimmernden, das lasse ich jetzt, glaube ich, einfach mal vor. Und dieses Orange mit diesen Topenköpfen, sehr, sehr cooler Skin. Kostet ungefähr 90 bis 1 Euro. Wenn ihr ein bisschen Geld noch sparen wollt, dann wartet noch eine Weile, dann kommt irgendwann demnächst mal die neue Operation, hoffentlich raus. Da kostet die Skin vielleicht nur 60, 70 Cent und dann ist es auf jeden Fall wahrscheinlich der beste Tech9 Skin, den ihr für diese Preisklasse bekommen könnt. Und auf Platz 1 habe ich die AK Elite Build. Wie hätte es anders sein können? Natürlich ist es die Elite Build. Minimal Wear kostet derzeit 70 Cent auf dem Markt. Und ja, ich weiß, die Elite Build ist Overviews und es ist natürlich ein billiger Skin, aber eigentlich sieht der scheiße aus, sagen die meisten. Ich bin komplett gegen diese Aussagen. 70 Cent für diese coole AK, ja, also ich argumentiere einfach mal damit, wenn diese AK zum Beispiel pink wäre oder red wäre, was sie auf jeden Fall ebenfalls sein könnte, dann würden diesen Skin wahrscheinlich viel mehr Leute noch abfeiern. Und für 70 Cent für so einen coolen Skin, es gibt hier fast keine Abnutzungsspuren bei der Minimal Wear Edition sozusagen. Und wenn ich das jetzt mal mit anderen Skins vergleiche, ja, mit einer AK Wasteland Rebels oder mit einer Neon Revolution oder was auch immer, was den Skin ihr cool findet bei der AK, ihr findet keinen richtig krassen AK-Skin unter 10 Euro, außer meiner Meinung nach die Elite Build. Ja, es gibt noch die Emerald Pine Stripe, aber ich finde die Emerald Pine Stripe im Gegensatz zur Elite Build extrem
nicht so geil, sage ich jetzt einfach mal. Und ich mag die Elite Build. Vielleicht haben andere davon eine andere Meinung. Was ist eure Meinung? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, das ist mein Platz 1. 70 Cent AK Elite Build Minimal Wear. Welches Video gefallen? Lasst auf jeden Fall ein Buster da. Was sind eure Lieblingsskins unter 1 Euro? Schreibt es gerne in die Kommentare. Stimmt ihr mir da zu? Stimmt ihr mir vielleicht mit dem Skin nicht zu? Oder benutzt ihr selber einen Skin? Schreibt es auf jeden Fall ebenfalls in die Kommentare. Wir sagen Leute, das war's für das Video. Wenn es gefallen hat, lasst ein Buster da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und ja, ciao.